mitbekommen. Da haben sich in der Wilisauer BBZ-Halle die beiden SP2-Schlusslichter Wilisau und Walters zum Derby getroffen. Es war ein ganz wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Walters hat mit einem Sieg den direkten Abstieg definitiv verhindern können. Und der STV Wilisau hat unbedingt gewinnen, um nächstes Jahr noch den SP2 zu spielen. Doch es war schliesslich eine klare Sache gewesen. Die Wilisauerinnen haben den Match mit 22-29 verloren. Damit steigen sie nach 3 Jahren in der zweithöchsten Schweizer Liga in die erste Liga ab. Ein harter Moment für die Spielerinnen und den Trainer Simon Willem, wo Wilisau Ende Saison verlässt. Das ist eine riesige Enttäuschung, ja. Und ja, es tut fest weh. Also das ist jetzt so, dass ich jetzt gehe. Und als Absteigertrainer, das habe ich mir gar nicht gewünscht. Also, und für die Mannschaft sowieso nicht. Also mir tut die Mannschaft mega leid. Ja. Ja. Also, wir haben gute Chancen, wir kommen zum Schuss. Und, ja, aber ich knalle einfach voll mit zu vergehen. Das Gefühl, Verteidigung ist gut gewesen. Also in der langen Zeit hat man gesehen, dass, ja, dass man es gut kann haben kann, oder? Und ja, aber wir machen einfach gar nicht. Wieder mal nicht. Ich weiß nicht, wie ich dem soll sagen. Vielleicht ein bisschen wie hier. Manchmal schon die Routine, die fehlt, Coolness, die abgeklärt haben. Ein bisschen die Disziplin, die ich ein bisschen vermisst habe im Angriff, als wir den frühen Abschluss gesucht haben. Ja, aber ich glaube nicht, an Motivation ist es nicht gelegen. Ich glaube, jede hat wollen und jede hat den Ligaerhalt wollen arbeiten. Oder wir müssen noch eine Chance erarbeiten, für den Ligaerhalt zu arbeiten. Und, ja, es ist nur weh und es ist schwierig jetzt halt so kurz nachher. Ich wollte noch die Statistik anschauen, aber es bringt mir nicht viel. Aber ja, ich habe das Gefühl, wir haben die richtigen Leute eingesetzt. Es gibt sicher einige, die enttäuscht sind, die nicht gespielt haben. Aber ich habe das Gefühl, auf dieser Ebene haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen. Ja. Die Enttäuschung ist im Moment sicher sehr gross. Wir haben bis zum Schluss halt alle zusammen gehofft, dass wir so irgendwie retten können. Es ist eigentlich nicht nur der heutige Match, wir haben schon ja, alle anderen Matches. Mit jedem Einzelnen sind wir immer näher in diese Richtung gekommen. Aber im Moment sind alle ziemlich am Boden, würde ich jetzt mal sagen. Ja, heute hat man mit einem guten Gefühl kommen und das Gefühl, das haben wir über die ganze Saison nicht gehabt oder entwickeln können. Dass du dann nachher solche wichtigen Menschen kannst, wo es wirklich darauf abkommt, kannst spielen. Und ja, dann gehen wir in die erste Liga, greifen wir dort wieder an.